In der Lagerhalle eines Bekleidungsgeschäfts ist ein Streit zwischen zwei Mitarbeitern eskaliert. Die Polizeikommissare Can Yildiz und Yannick Festweber müssen eine Gewalttat verhindern. Ach, da rennt einer. Da geht's gerade ab. Bleib mal schon. Oh, fuck. Alter, scheiße. Bleib stehen. Ja. Hallo, Polizei! Hey! Einmal aussteigen! Hey! Hallo! Aussteigen! Runter! Runter da, runter! Verdammt, das Halt, Wartung! Dir! Geh auf den, Mann! Okay, hab ich. Was soll der Scheiß? Hast du da Handfessel? Ja, ich komm mit an meinem Rucksack rum. Okay, alles ist gut. Versuch mir, Fotos runterzujagen. Ja, ist doch nicht, dass sie mit dem Gabelstapler hier auf Leute zufahren müssen. Ja. Alles gut bei Ihnen? Ja, na, gut, bleiben Sie einmal kurz zur Seite. Hallo, echt ein Schock. Die passen nicht. Wir kommen gleich sofort zu Ihnen. Nee? Bleib du mal lieber ruhig da. Ey. Genau. Amir. Ja. Alles gut, einmal kurz zur Seite, bitte. Die Beamten sorgen zunächst für die Sicherheit aller Beteiligten. Im Anschluss nimmt Can Yildiz die Personalien auf. Der Polizeikommissar ermittelt, dass der Streit wegen der jungen Frau ausgebrochen ist. Können Sie uns jetzt mal bitte sagen, was hier... Brauchst du Hilfe? Alles gut? Alles gut erstmal. Können Sie uns mal sagen, was hier vorgefallen ist? Ich war gerade hinten in der Umkleide, war an seinem Rucksack dran und habe da Unterwäschefotos von meiner Freundin drin gefunden. Sie sind ein Pärchen? Ja. Okay, ja. Und Sie haben Fotos gefunden? Ja, von ihr in Unterwäsche, in seinem Rucksack. Okay. Was sind eigentlich für Fotos in Unterwäsche? Halt den Mund, die liegen doch noch da. Ja, zeigen Sie gleich. Ja, auf jeden Fall. Alles gut. Ist jetzt auch alles okay? Das heißt, wenn nichts okay ist, dann legen wir gleich wieder die 8 an. Genau. Haben Sie es verstanden? Ja, gut, alles klar, dann einmal bitte ruhig bleiben. Dann bekommen wir auch einmal einen Ausweis von Ihnen, genau, bitte. Was ist denn hier los? Okay, und wer sind Sie? Was ist mit meinem Auto passiert? Und wer sind Sie? Was sind Sie denn jetzt? Ich bin hier der Chef von dem Unternehmen. Von dem Unternehmen, okay. Ja. Haben Sie irgendwas mitbekommen jetzt gerade? Nee, ich war im Büro, meine Sekretärin sagte nur, dass sie die Polizei rufen, dass ich hier zwei meiner Mitarbeiter rumkam. Okay. Die Polizisten müssen die Betroffenen sowie die hinzukommenden Kollegen zunächst beruhigen. Um Klarheit zu erlangen, befragen sie zuerst die Geschädigte. Und Sie haben jetzt gar nichts mitbekommen von der Sache, oder wie? Ich habe nur Schreierei gehört und bin rausgekommen und werde jetzt hier... Es gibt irgendwelche Fotos von mir, ich weiß überhaupt nicht, was für Fotos, in seinem Rucksack. Ich zeig Ihnen das gleich. Okay. Der Lebensgefährte wirft dem Gabelstaplerfahrer vor, seiner Freundin nachzustellen. Die Version des Beschuldigten ist allerdings eine ganz andere. So, wann ist den runtergegangen, wollte an meinen Rucksack, wollte Pause machen und dann habe ich ihn an meinem Rucksack erwischt. Okay. So, und bin natürlich hin, was das soll, was er an meinem Rucksack zu suchen hat. Okay. Und dann hält er mir irgendwelche Fotos von seiner Freundin da, angeblich Nacktbilder hätte ich gemacht. Das ist seine Freundin. Also, ist ja, die sind zusammen. Okay. Und daraufhin habe ich ihn natürlich zur Rede gestellt und gefragt, was das soll. Das sind nicht meine Fotos. Und er macht mir die ganze Zeit Vorwürfe damit, verdammt nochmal. Okay. Und also wissen noch nicht, wie die Fotos da reinkommen. Nein. Die junge Frau gibt an, dass der Verdächtige nie Annäherungsversuche gemacht hat. Mit der Inspektion der Bilder erhalten die Beamten eine erste Spur auf den heimlichen Fotografen. Ist das Ihr Rucksack? Das ist mein Rucksack, richtig. Okay. Und denn, irgendwelche Gegenstände, die uns gefährlich werden können? Nein, in Ihrem Rucksack? Nicht, nein. Okay, gut. Würde mich dann nämlich einmal kurz vergewissern, was da genau drin ist. Alright. Den haben Sie auch heute da hingestellt? Den habe ich heute ins Regal oben gestellt. Und dann habe ich ihn dabei erwischt, wie er an meinem Rucksack rumfummelt. Warum sind Sie überhaupt erst mal in den Rucksack gegangen? Ich wollte ihm einen Streich spielen. Was sind Sie im Kindergarten? Mal ganz ehrlich, was soll das für ein bisschen dumm gelaufen, aber was ist denn für ein Streich? Ja, wir haben hier so einen Wettkampf um den Mitarbeiter des Monats. Und ich wollte ihn einfach nur ein bisschen aus der Ruhe bringen, ihm den Rucksack mit Styropor vollmachen. Ist ja gut geschafft. Sodass er sich dann ein bisschen... Und hast du mir die Fotos dabei da reingelegt? Die habe ich dir dabei nicht... So. Gibt's Moment, bleiben Sie einmal ganz kurz. Ich würde mich gerne mit meinem Kollegen sprechen oder so. Das habe ich jetzt gefunden. Das ist eindeutig. Ja. Ist das hier wahrscheinlich der Umkleideraum, ne? Haben Sie Ihren Umkleideraum? Hörst du jetzt auf? Ja. Okay. Ehrlich? Sie haben hier einen Umkleideraum? Ja. Genau. Also das heißt, da kann man schon eindeutig drauf erkennen, dass Sie das sind. Okay, einen Moment. Also ich weiß, es ist absolut nachvollziehbar, dass diese Fotos jetzt gerade nicht so... Ein Moment, ich schwör's dir, Annette. Genau das meine ich. Ja, Sie brauchen mich nicht alle anfassen, Mann. Geben Sie mir einmal kurz die Fotos wieder zurück. Danke Ihnen. Ja, viele Firmen, die haben immer Kameras, auch in Lagerräumen oder auch da, wo wertvolle Gegenstände lagern. Und da haben wir natürlich dann direkt den Chef gefragt, ob er uns einmal da Zugang zum Material geben kann, was uns dann auf das Video dann... aus der Auseinandersetzung halt geführt hat. Also sieht man jetzt, okay, er wollte jetzt Styropor da reintun, sieht auch direkt die Fotos und guckt sich die Fotos... Also hast du jetzt nicht gesehen, wie er die reingesteckt hat? Nein, also die Fotos waren direkt da drin und da sieht man halt, dann kommt es halt dazu. Ja. Okay.
Man stellt dann schon mal was zu reden. Ja. Okay, und eine andere Kamera haben Sie jetzt wahrscheinlich hier erstmal vor Ort nicht, ne? Genau. Okay, gut. Danke erstmal für dieses Video. Das bräuchten wir dann auch irgendwann im Laufe des Sachverhaltes. Gut. Was soll das? Sind wir im Kindergarten, mal ganz ehrlich? So ein dumm Jungenstreiche, ne? Ja, ist ein bisschen dämlich gelaufen. Keine Ahnung was. Was soll denn der blöde Kack? Ich wollte ihn ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen. Ja, ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen, du... Irgendwann, als ich mir dann weiter die Fotos ein bisschen inspiziert habe, kann man hier hinten auf der Rückseite sehen, gab es einen Stempel. Können Sie was damit anfangen? Also es zahlt, es sieht aus wie ein Stempel. Ja, das sieht so aus, das ist irgendwie bestimmt Schmierpapier aus unserem Büro. Ja, das ist aus meinem Büro. Aus Ihrem Büro? Das ist aus meinem Büro. Sie sind die Sekretärin? Genau. Okay, gut. Das heißt, können Sie sich erklären, wie Zettel aus Ihrem Büro benutzt werden? Indem jemand da irgendwas gedruckt hat und nicht drauf geachtet hat, was für ein Papier drin liegt. Wer hat einen Zugriff auf Ihren Rechner, also auch auf den Drucker? Das Büro ist für jeden soweit zugänglich. Für jeden. Ja. Können Sie uns einmal kurz hinführen, weil das wäre jetzt auch einmal wichtig? Ja. Die Polizisten müssen in alle Richtungen ermitteln. Sie halten es auch für möglich, dass der Partner der Fotografierten dem Lagerarbeiter die Bilder selbst in den Rucksack gesteckt hat. Womöglich wollte er ihm schaden. Der Drucker, in dem befindet sich auch immer das Schmierpapier. Darf ich einmal kurz was ausprobieren? Das ist der gleiche. Ist der gleiche. Ist definitiv dann hier gemacht worden. Können Sie da irgendwas noch nachvollziehen oder sehen, wie Papierkorb oder sowas? Schon gesehen? Was dürfen wir uns unter dieser Lagerolympiade vorstellen? Ja, das ist im Prinzip so ein interner Wettbewerb, wie Sie sie im Kaufhaus und hier im Supermarkt sehen. Es geht hier um den Mitarbeiter des Monats. Mhm. Ich habe jetzt vor kurzem meinen Lagerleiter entlassen, da gab es ein paar Vorfälle. Ja. Und ich wollte praktisch hier sozusagen der sich engagiert, eventuell die Stelle besetzen. Okay, da sieht man ja schon, dass wir unsere beiden Streithähne hier ganz auf Platz. Ja, also bei der, wie die sich benehmen, denke ich mal, da muss ich das Ganze nochmal überdenken. Okay, einen Moment, hallo. Letzte Warnung, ehrlich. Also wir haben da keinen Bock drauf, die ganze Zeit gegen Sie ansprechen zu müssen, ja? Einmal bitte runterfahren. Danke. Kommen Sie mal mit, ich muss Sie mal ganz kurz. Ja. Okay, Der Papierkorb ist leer, ne? Hast du ja gesehen. Ne? Ja. Der Chef sagte uns, dass er für den Cheflageristen, da hat er den vorigen Posten hat er gekündigt, braucht jetzt einen neuen. Und da hat er eigentlich schon für sich entschieden, wer es sein soll, hat aber die Lagerolympiade noch laufen lassen, damit auch der Wettbewerb unter den Mitarbeitern noch weiter da ist. Also ich hatte mir auch schon vor reiflicher Zeit überlegt, weil ich habe das Ganze auch beobachtet, dass ich die Stelle dann mit Frau Gartwich, will ich die Stelle mit Frau Gartwich besetzen. Ja. Aber bitte, das bleibt bei uns. Frau Gartwich ist die... Genau. Okay. Genau. Und, aber bitte behalten Sie für sich, ich möchte ihr das persönlich Das heißt, hätte er eigentlich schon ein Motiv, ne? Könnte es denn irgendwie möglich sein, dass es schon irgendwie jemand einen Spitz bekommen hat hier, dass Sie wissen, dass die Wahl schon ein bisschen feststeht? Oder? Nee, das auf keinen Fall. Das habe ich ja nur, das entscheide ich und das weiß auch keiner. Okay, gut, alles klar. Danke für die Infos, erstmal wichtig für uns. Genau. Da haben wir auf jeden Fall ein Motiv jetzt. So, gucken wir, ob wir eben hier an den PC da noch was schaffen können. Eine kurze Frage. Und zwar, ich kenne das jetzt aus meinem privaten Gebrauch, es gibt ja so Programme, wo man halt einen Papierkorb wieder herstellen kann. Ja. Haben Sie so etwas? Also ich bin hier nicht 100%, ich kann gucken, ich weiß es aber nicht 100%. Ja. Die Beamten können die Dateien wiederherstellen. Sie erkennen, dass die Fotos im gleichen Format wie die Personalbilder abgespeichert sind. Can Yildiz kombiniert, die Aufnahmen wurden also von ein und derselben Person gemacht. Einen Moment. Warte mal, guck mal da, links ist die Bilder. Die Kamera, mit denen diese Fotos geschossen wurden, wo ist die Kamera? Wem gehört die Kamera? Wem gehört die Kamera? Der Victor. Victor hat die Fotos gemacht. Okay, also Sie haben die Fotos gemacht. Haben wir denn die Möglichkeit, nochmal auf diese Kamera irgendwie zuzugreifen? Weiß ich nicht, weil es wurde definitiv die Fotos... Scheiße, Victor, Mann! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Siehst du, was ich gesagt habe? Stehen bleiben! Okay, alles gut. So. Gut. Mann. Warum rennen Sie denn weg? Was soll das? Nee, ist es nicht scheißegal. Können Sie uns mal bitte erklären, warum Sie gerade wegrennen? Mann, die Katze ist doch aus dem Sack, oder nicht? Nee, für uns nicht. Ja. Wer hat denn die Fotos gemacht? So eine Kamera. Okay, das heißt, Sie haben auch die Fotos von der Dame gemacht. Ja, Mann. Okay, gut, alles klar. Dann haben wir eine. Ey, ist das, gut, ist das gehen Sie dein Ernst? Auch einmal ganz kurz zur Seite, hast du bitte. Ihn? Ja, ich hab ne. Haben Sie erstmal da. Die Polizisten stellen den Täter zur Rede. Sie erfahren, warum der Mann die Bilder in die Tasche seines Kollegen gesteckt hat. Ich wollte diese Stelle haben. Ich,
Ich habe sie nämlich verdient. Okay. Und hier diese beiden Musterschüler. Nur weil die so toll Pakete packen können. Okay. Alles gut. Ich ausspielen oder was? Okay, gut, dann haben wir es auch. Nicht in meinem Unternehmen. Ja, okay. Er meinte, du willst alles mir gut. So einen Streich spielen. Ich will den Streich spielen, weil ich bin froh, dass ich die Arbeit habe. Mir blüht das gar nicht, dass die erstmal gut. Lass den erstmal wegbringen, ne? Mir ist das egal. Aber Sie können doch nicht Ihre Mitarbeiter, die Mitarbeiter so erniedrigen mit den Bildern. Wer hätte das denn gedacht, dass das so eskaliert? So eskaliert? Haben Sie es gesehen, ja, was da gerade hinten passiert ist? Wo sehen Sie sich die? Die so ausrasten. Ey. Die sollten die Fotos sehen und dann sollten die sich streiten und dann wäre die Sache auch schon gegessen. Und was? Der versucht, den da umzubringen. Also für das Aufnehmen von Fotos und diese auch dann in diesem Rahmen zu veröffentlichen, hat er mit Sicherheit mit dem Ermittlungsverfahren zu rechnen und gegebenenfalls auch mit einer Freiheitsstrafe. Müsste mit Ihnen noch einmal sprechen. Okay. Also. Aber hat sich da jetzt aufgeklärt, der Schuldige? Ja, aber genau. Ganz kurz, bleibt dir noch was über. Wenn Sie mit dem Gabelstapler den Herrn verfolgen und dann noch in das Auto reinfahren. Sind die Sicherung durchgebracht? Ja, aber trotzdem liegt erstmal da auch eine versuchte gefährliche Körperverletzung im Raum. Das ist auch strafbar. Ja, das ist richtig. Aber haben Sie ich habe mich nicht unter Kontrolle gehabt, Mann. Aber trotzdem, auch solche Aggressionsdelikte, die dann passieren, da müssen Sie sich irgendwie versuchen. Ja, es tut mir leid. Die innere Ruhe zu finden. Es tut mir wirklich leid. Wie Sie auch aber gesagt haben. Mir tut das auch leid. Heißt für Sie, Sie haben mit Ermittlungsverfahren zu rechnen. Und dann bekommen Sie noch mal von der Polizei noch mal Post und werden auch noch mal zu der ganzen Sache vernommen. Der Täter brachte den Freund der jungen Frau auf die Idee, den Rucksack seines Kollegen mit Styropor zu füllen. Dadurch wollte er erreichen, dass er die Nacktbilder findet. Er wird wegen falscher Verdächtigung und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs belangt.